Heute haben wir Besuch vom Obmann der Mirminger Fosnacht 2023, vom Stefan Keil. Hallo Stefan. Hallo Maria. Stefan, es ist deine erste Amtsperiode als Obmann der Fosnacht. Das stimmt. Ich bin seit 2022, also heuer und im Frühjahr, haben wir die Vollversammlung gehabt und seitdem bin ich der Obmann und habe das Amt vom Schatzwohl übernommen. Wenn man jetzt so ganz fragen darf, was tut denn der Obmann vom Fosnachtskomitee? Der Obmann vom Fosnachtskomitee ist das Oberhaupt der 7 Fosnachtsgruppen. Im Prinzip dort ein bisschen organisieren. Wir machen die ganzen Komiteesitzungen. Ein bisschen schauen, dass wir alle die Arbeiten gleich gut verteilen. Schauen, wie weit alle anderen Gruppen sind. Und das einfach ein bisschen halt in die richtigen Bahnen lenken. Wobei, Obmann ist jetzt so ein Begriff, es machen alle gleich viel, nur einer muss halt irgendwie ein bisschen seinen Kopf heben und das mache halt jetzt in dem Fall ich. Also hast du dich freiwillig gemeldet oder bist du gemeldet worden? Nein, ich habe mich schon freiwillig gemeldet. Es hat sich jetzt nicht ein paar andere rauskristallisiert. Ich mache das, glaube ich, recht gern. Und haben wir nachher gedacht, ich sehe mich da in der Rolle recht gut. Und ich glaube, die Rückmeldung der anderen Gruppen hat auch gepasst. Also 7 Fosnachtsgruppen gibt es. Genau. Wer sind denn die? Und zwar sind das einmal die Lahninger, die Musik. Wir haben die Plattler, die heißen heuer die Schneidigen, also die treten neu auf, im neuen Gewand. Wir haben die Granater, wir haben die Hexen und Bären, wir haben den Lichtmaßverein, die machen die Labere und wir haben die Doing. Und diese 7 Gruppen gibt es eigentlich seit der ersten Fosnacht, also seit 2011. Und mich freut es wahnsinnig, dass alle auch wieder dabei sein werden. Fosnacht 2023, die 4. Fosnacht jetzt in Mirming. Genau. 2023 die 4. Fosnacht, nachdem wir 2011 ja gestartet haben, nach 27 Jahren. Der Ablauf wird ungefähr dasselbe sein. Wir fahren wieder durch die Weiler, werden in Zeilen starten bis Paris und haben die 4 Aufführungsplätze. Und ja, da werden wir dann schauen, wir werden das nachher bewerben, auch, wenn wir wo sein. Und ja. Aber hast du schon Eckpfeiler, was man schon jetzt in den Kalender einschreiben muss? Was man sich auf alle Fälle einschreiben sollte, ganz wichtig war der 6.1. Das ist das Einfleben von der Stüttelhex. Das ist so der zweite Auftakt, nachdem wir ja jetzt Fosnachtsball gehabt haben. Dann ganz, ganz wichtig, eben für das, was wir eigentlich machen, der 19.2. Das ist dann der Tag der Aufführung. Und dann haben wir noch den 21.2. Da haben wir noch das Hex ausfliegen wieder. Und zwischenzeitlich sind ein paar Termine, die muss man nachher aber noch vorzu nennen. Da gibt es einen Postwurf und über soziale Medien werden wir es nachher verbreiten, wo die Wagen dann in Mirming stehen. Das wird in Untermirming sein, das wird in Obermirming und der Paris stattfinden. Also wir werden informiert darüber? Auf alle Fälle wird es informiert. Wir taten ins Freien, wenn so viel wie möglich auch zuschauen taten. Der Stefan hat es schon gesagt, letzten Freitag war der Fosnachtsball. Das ist der Auftakt der Fosnacht 2023. Wir sind auch dabei gewesen. Schauen wir uns zusammen mit dem Stefan ein paar Zeiten an. Doing-Chef ist Kuchenchef, Heinz. Was gibt's denn zum Essen? Kuchenchef stimmt nicht ganz. Kuchenchef ist da. Der Luki, unser Obmann-Stellvertreter. Wir haben heute das Feinste vom Feinen. Ein ganz gutes Gulasch. Ja. Und da ein bisschen Gräschle. Also, das ist schon. Ja. Alles vom Feinsten, alles Mirminger Qualität. Von Erdäpfel bis zum Rindfleisch, alles Mirming. Doig, so wie es gehört. Was? Genau. Bist du zufrieden? Oder darf es noch ein bisschen besser gehen mit der Crew? Nein, ich darf sagen, mit dem Küchenteam, die Doing, die Originalen, weißt du, keine Zertifikate haben. Es ist halt das beste Team auf der Welt, ich sag's, wie es ist. Ja. Original und ein Doing muss sein. Aber sind die alle bio-zertifiziert? Sowieso, alle. Aber ich bleibe außen, auch von innen, gell? Tippitoppi. So gehört sich das. Hey. Es habt ihr ja gearbeitet auch schon für die Fosnachtbrüder. Habe ich gehört. Also habe ich so am Rande mitgekriegt. Und jetzt arbeitet ihr hier auch noch. Das ist Arbeit, das macht Spaß. Das macht man zur Gaudi. So gehört sich das.
Wir sind die neuen Dienst, arbeiten wir zu Geld. So gehört sich das. Ich speide dir den Rat. Guten Tag. Seid ihr bereit für einen großen Anstoß? Ja, mal los. Los geht's, gut. Langsam auch, weil wir nachher was schon werden, ja. Aber, ich habe eine voll wichtige Frage, gell? Wie ist das jetzt gewesen mit dem Fasnachtslied? Muss ich es vorsingen, oder? Nein, jetzt müssen wir, zuerst muss ich den Text wieder lernen. Den habe ich in den letzten 4 Jahren in halben vergessen. Jetzt muss ich erst wieder anfangen zu lernen. Ja. Aber das Wichtigste kannst du noch. Zicke, zacke, zicke, zacke! Was gibt es denn heute alles zum Trinken? Zum Essen war sie jetzt schon, jetzt muss ich noch wissen, was es zum Trinken gibt. Von Wodka, Red Bull bis Soda, Bacardi, Cola, Soda. Für die Frauen ein Prosecco. Mit Orange oder pur, was für Bad, öfter. Ich krieg schon mal gescheite Brille. Ja, und Jägermeister haben wir noch nicht. Und der Soda. Und die Klopfer natürlich. Das heißt, ihr seid bestens ausgerüstet für heim und ihr seid bereit, dass die Leute kommen. Volle Fälle. Die Hexengotler als Schlumpfine. Ja. Wie ist jetzt das gekommen? Ja, das ist ja krass, ich muss verkleiden gehen. Der Obmann hat gesagt, wir müssen verkleiden gehen. Bist du auch bereit für die Fasnacht? Natürlich, ich freue mich. Volle. Braucht man schon wieder, gell? Braucht man alle wieder. Braucht man alle. Voll freue mich schon wieder auf die Fasnacht. Dann viel Spaß, Heinz. Danke. Wie bist du jetzt als Bürgermeister mit dem Ausgang heim? Ja, super. Gewaltig. Wunderbar, ein Haufen Leute. Vollbar. Ein paar Worte ans Fasnachtkomitee, an die Fasnachtsgruppen. Ein paar Worte. Erstens möchte ich Ihnen einmal für den Auftrag gratulieren. Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute wünschen. Unfallfreie Zeit, eine schöne Zeit, eine friedvolle Zeit. Auch ein gutes Geschäft. Dass sie wirklich Geld verdienen, das sollten sie auch. Eine wunderschöne Fasnacht mit einem guten Wetter, mehr brauchen wir nicht. Und dass die Städtlehex wieder schön in Städtlehex kommt. Also verjogen willst du auch gleich? Nein, die mal nicht. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, Herr Bürgermeister. Ja, danke. Zum letzten Mal, ich weiß, kein Tor.